Einen wunderschönen guten Abend, und da sind wir wieder am Start. Der gute Gerald und natürlich ich, der blaue Blue quasi. So, wir sind hier in der Akademie zu Ochsenfurt und wollen jetzt mal mit dem Herrn Professor Schüttlock uns unterhalten, bevor wir uns dann mit Olgi beim Tempel von Lilvani treffen. So, hallo, guten Tag. Ich brauche einen anderen. Seid ihr schon wieder gut? Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Es geht hier schon wieder sehr gut los. Hallo, kommt auch durch, auch nicht. Da ist eine Leiter. Eine Leiter hilft meist weiter. Wir können doch einfach klopfen. Aber, ne? Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Leitern rauf ist für mich ja mal kein Problem. Wer mich kennt, weiß, mein Problem ist meist bei Leitern runter. Eisbärfell und Leinen. So, ja, gute Frage. Ich will ja nicht wieder runterfallen jetzt. So. Fall da bloß rüber, Junge. Zack. Hallo. Die sieht doch schon sehr brüchig aus. Das ganze Haus sieht sehr brüchig aus. Komm, mal eintrinken. Komm, wir hauen uns noch mal eben die zwei Schinkenbrötchen rein. Und dann ändern wir hier noch mal eben unser Auswahlmenü. Was haben wir denn noch Leckeres an Essen dabei? Handwerk, Alchemie, wir wollten was zu essen. Die sind immer das Falsche, ihr Verzehrbares. So, dann würde ich sagen, als nächstes werden wir uns reinschmeißen. Das Ruhefleisch brauchen wir eigentlich gar nicht. Das mag ich nicht so. So, die vier rohen Fleisch schmeißen wir weg. Gebratenes Fleisch nehmen wir uns dann nochmal mit. Zack. Und damit können wir dann hoffentlich auch hier, wir können die ganzen Trophäen auch irgendwann wegbringen. Die wiegen natürlich auch so einiges. So, machen wir mal, gucken, was hier ist. Nee, noch mehr Alk brauchen wir im Moment nicht. Und dann hüpfen wir hier mal runter. Die Truhe. Zack. Zack. Tagebuch eines Feuerschlucks. Das wollte ich schon immer mal haben. Der Pferdepfeifer. Zack. Hallo, ist hier denn jemand zu Hause? Sie, die da weiß. Oh, ich habe es lange Bücher vorlesen. Ich glaube, da steht keiner von uns drauf. Ah, Tagebuch des Feuerschluckers. Wollte ich schon immer mal haben. Gut, irgendwo muss das hier noch weitergehen. Darunter. Wir müssen noch weiter runter. Ich traf den lieben Günther, da ging ich weiter runter. Franco? Tag. Bist du das? Jo. Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Sieht aber lecker aus. Professor Schüttler. Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein. Raus! Was? Hallo? Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Wer? Was? Wo? Welcher Dämon? Ich weiß gar nichts. Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odin. Inkarnation des Bösen. Was? Er schickt mich nicht. Aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Wirklich. Ich würde fast vorschlagen, wir verlassen das Haus möglichst bald. Wieso wird die Tür bewacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz?
Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen Sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten, den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Lass uns reden. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Richtig. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Udim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen. In vielen Kulturen, unter vielen Namen. Aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Udim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Das kann ich bestätigen. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Vor allem das Kleingedruckte. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Udim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Und wie hast du ihn aufgemalt, so blind? Du er weißt, wo er ist. Er hat mich einmal besucht. Wie gehst du aufs Klo? Faszinierendes Egal. Treffen. Fragen über Fragen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, so, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich. So beantworten sich die Frage. Verlassen. Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Nein, dann möchte ich aber doch nochmal auf die Toilettenproblematik ansprechen, aber die tut hier wohl nichts zur Sache. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Tja. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Oh, die kenne ich. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Udim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt wird. Ja gut, Preise müssen bezahlt werden. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Udim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück.
Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein, nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Odims Stil berücksichtigen. Hm? Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Das hat Olgierd dir alles erzählt? Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse, da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Ich weiß nicht. Nein. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Odim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Odim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Doch, geht doch mal auf. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Ja, dann, schönen Dank. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Oh, aua! Es war ein Unfall, das habt ihr alle gesehen. Also nicht, dass da was aus dem Dach kommt. So, dann schauen wir doch mal in das Tagebuch rein. Meine Notizen und Beobachtungen, Professor Shitlock. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern um etwas, das mir die Haare wie die Stacheln eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich noch immer innerhalb des Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Oh Gott. Egal, jetzt haben wir angefangen, jetzt ziehen wir das durch. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte. Und doch kam eins im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsame daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemand lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odym beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes und intelligentes Mädchen. Ich glaube, aus ihr wird einmal eine wunderbare Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so,
dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte. Vielmehr kann ich mittlerweile kaum noch erwarten. Kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welch fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die in ihrem ganzen Körper scheußliche, eiternde Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen. Doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind jetzt 3 Monate vergangen. Mir blutet noch immer das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben. Denn verglichen mit diesen quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach. Ich müsste nur aus dem Kreis heraustreten. Quasi passiert. So, gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Wilde Jagd. Wir brauchen jetzt aber auch nicht so viele Bücher eigentlich mitzunehmen, weil wir lesen sie eh nicht meistens. Da kommen wir nur mal ein Bierchen. Stoßen nochmal auf den Professor an. So, aber sonst gibt es hier scheinbar nichts Großartiges. Guten Schlüssel vom Haus haben wir jetzt. Wir speichern nochmal. Und dann werden wir uns jetzt mit Eugen treffen. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Die Wachleute werden sich wundern, wenn wir jetzt gleich... Passt der Schlüssel auch hier? Natürlich nicht. Oder hoch? Hallo! Zeigt natürlich jetzt auch keinen Weg. Aber wir wissen ja, eine Leiter hilft uns weiter. Oh, Kiste. Eisenerz, nehmen wir noch mit. Was haben wir hier noch schönes? Riesige Perle. Ja, oder würde ich sagen, Survival! So, wo müssen wir denn jetzt hin, weil er uns gar keinen Wegpunkt quasi anzeigt. Da müssen wir hin und wir sind da. Oh, guck mal, ein bisschen Boot fahren. Kapitän. Elegant. Das muss man mir lassen. Elegant. Eleganz. Das müsst ihr zugeben. So. Zack, und dann gucken wir mal, wie wir am geschicktesten rauskommen. Das heißt, wir müssen erstmal hier hin. Spannend, was das jetzt wird mit dem Herrn Spielemeister. So, dann navigieren wir. Ich würde sagen nach hier. Weil da kommen wir, glaube ich, am besten. Oh, hier sieht das alles sehr steinig und hügelig aus. Wir gucken einfach mal. Irgendwo werden wir da schon anlanden können. Wir werden aber vorher gleich auf jeden Fall nochmal eben meditieren. Eine Runde schlafen. Denn ich glaube, am Tage ist das eh geschickter. Und ich finde, eine Mütze voll Schlaf
hat sich der Geralt auch verdient. Jetzt noch eine Sirene. Irene, die Sirene. Lasst mich in Ruhe! Ihr Schurkenschufte! So. Oh, da war schon Land. Aber Land mit bei. Da fehlt ja schon ein ganzes Stück vom Boot. Ja, hier ist. Ja, das ist sehr steil hier. Kommen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ist hier nicht irgendwo ein Steg? Damit meine ich kein Filet, sondern ihr wisst schon, ja, hier können wir bestimmt anlanden. Da haben wir auch gleich noch ein bisschen Gesellschaft. Mal gucken, was das so ist. Uff, ja, Geralt macht noch mal einen auf groß hier. Zack. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ich nehme mal an, es ist was für Silberschwert. Ist es nicht, das sind Banditen. Das reicht jetzt. Die aber nicht besonders motiviert zu sein scheinen. Naja, vielleicht habe ich sie auch im Schlaf geweckt. Ne, ich brauche wieder eine Ziegenhaut und noch einen kleinen Knüppel. Mein Knüppel ist eh viel größer. So. Und jetzt hauen wir uns, wie gesagt, nochmal Abyssal aufs Ohr. Na komm, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Und dann würde ich jetzt auch sagen, dass wir diesen Part für heute schon mal beenden. Dann machen wir einmal ein bisschen kürzeren Part. Denn ich habe es irgendwie so ein bisschen im Verdacht, dass der Part, der folgende, wenn wir gegen Gaunter Odim kämpfen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir irgendwo uns mit dem anlegen, ihn herausfordern. Das könnte wieder ein bisschen länger sein. Das nehmen wir dann in einen Part. Für dieses Mal sage ich schönen Dank fürs Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr ja übermorgen wieder mit am Start seid. Es könnte spannend werden. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Bis dahin sage ich tschüss. Richte euch noch schöne Grüße von Geralt aus. Und wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis übermorgen. Euer Micha.